Bei Kakalakula erlebt ihr eine turbulente Kakerlakenjagd, bei der ihr die Vampir-Kakerlake aus dem Schloss katapultiert. Setzt beide Spielhälften zusammen und befestigt das Katapult an der Aussparung im Spielfeldrand. Steckt dann die Mondwand in die beiden Aufstellkeile und steckt diese an die Spielseite gegenüber des Katapults. Jeder Spieler entscheidet sich für eine Spielfigur und platziert diese im Kinderzimmer. Die Kerzenchips werden mit der farbigen Seite nach oben im Schloss verteilt. Dann werden noch zwei Knoblauchchips in den Burggraben und die restlichen ins Kinderzimmer gelegt. Ziel des Spiels ist es, gemeinsam alle Kerzen im Schloss anzuzünden, bevor euch der Knoblauch ausgeht. Als erstes schaltet ihr Kakalakula ein und setzt ihn auf sein Startfeld vor der Rückwand. Der jüngste Spieler beginnt, legt den Katapultchip vor sich ab und würfelt. Die Zahl zeigt an, durch wie viele Räume deine Spielfigur im Schloss ziehen darf. Am besten suchst du immer den kürzesten Weg zu einem Kerzenchip deiner Farbe. Du darfst auch Schritte verfallen lassen. Sobald du einen Kerzenchip deiner Farbe erreicht hast, drehst du diesen sofort um. Dann ist der nächste Spieler an der Reihe. Aber Achtung! Kakalakula flitzt währenddessen durch das Schloss. Krabbelt er einfach nur durch einen Raum, in dem du stehst, passiert dir nichts. Berührt oder schubst er dich, erschrickst du so sehr, dass du deine Spielfigur mit einem lauten "Ii" zurück ins Kinderzimmer stellen musst. Ihr verliert einen Knoblauchchip. Nimm aus dem Knoblauchvorrat einen Knoblauchchip und leg ihn in den Burggraben zwischen Spielplan und Rückwand. Wenn die Vampir-Kakerlake auf das Katapult läuft, wird das Würfeln und Ziehen kurz unterbrochen. Nun darf der Spieler, vor dem der Katapultchip liegt, versuchen, Kakalakula auf den Mond zu katapultieren. Fliegt Kakalakula dabei durch die Aussparung in der Mondwand, erhältst du zur Belohnung alle Knoblauchchips zurück, die sich aktuell im Burggraben befinden. Landet Kakalakula im Burggraben, erhältst du nur einen Knoblauchchip zurück. Fliegt Kakalakula über die Rückwand oder fällt auf den Spielplan, passiert nichts. Anschließend wird Kakalakula wieder auf sein Startfeld gestellt und der Katapultchip wird an den nächsten Spieler gegeben. Dann geht das Spiel weiter, bis Kakalakula wieder auf das Katapult läuft. Na, habt ihr es geschafft, alle Lichter im Schloss anzuzünden? Kakalakula, die schaurig schöne Kakerlakenjagd für 2 bis 4 mutige Spieler ab 6 Jahren. Dieses Spiel könnt ihr übrigens auch gegeneinander spielen. Ziel ist es, am Ende die meisten Kerzenchips zu besitzen.